Wie viel Neues lernst du denn dann noch in deinem normalen Arbeitsalltag? Oder sagst du, ich kann alles und ich löse im Prinzip nur die Probleme, die da kommen mögen? Unglaublich viel. Also zumindest im Bereich, wo ich unterwegs bin, ist die Geschwindigkeit verdammt hoch. Also ich beschäftige mich auch mit so digitalen Assets, Crypto-Assets, Crypto-Services und da ist der Markt halt, sag ich mal, sehr, sehr schnell unterwegs. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Meet Your Future. Wie immer ist die Janika bei mir. Hi. Und wir freuen uns sehr, Dr. Markus Hennig begrüßen zu dürfen. Hallo Markus. Hi. Markus, wie alt bist du und wo arbeitest du? Aktuell bin ich 40 Jahre alt, wird sich vermutlich nächstes Jahr ändern und ich arbeite bei DeFi, einer europäischen Beratung. Ah, Beratung. Ein Begriff oder auch ein Berufsfeld, das wahrscheinlich vielen von unseren HörerInnen bekannt ist und wir werden heute auch noch genau darauf eingehen. Aber wir fangen wie immer ganz von vorne an. Kannst du uns einmal bitte erzählen, wie dein Studium abgelaufen ist und wie du zu deinem Physikdiplom gekommen bist? Das war ein langer, holpriger Weg. Ich habe zuerst Physik studiert und habe nebenbei auch angefangen, Mathe zu studieren. Also im Prinzip wirklich beides parallel. Mathe habe ich dann leider nur bis zum Grundstudium geschafft, also sprich nicht zum Diplom. Während ich das Physikstudium dann zum Diplom gebracht habe. Und das Diplom selbst habe ich nicht, zumindest die Forschungsthemen dazu, habe ich nicht an der Universität gemacht, sondern am Max-Planck-Institut. Und so bin ich dann irgendwie zu meinem Diplom gekommen und habe mich da im Prinzip mit Biophysik beschäftigt. Ja, wunderbar. Du hast jetzt uns einen kurzen Abriss gegeben, aber wir wissen, wenn man sozusagen deinen Lebenslauf auf LinkedIn studiert, dass du auch ein wenig Auslandserfahrung hattest während deines Studiums. Möchtest du uns davon auch nochmal erzählen? Genau, das hatte ich im Prinzip mit so ein bisschen angeschlossen. Also ich habe das erst Grundstudium in Deutschland verbracht. Also da habe ich wirklich nur ein Physik-Mathe-Studium, wie ich erwähnt hatte. Und ich bin dann nach dem Grundstudium in die USA gegangen, danach nach North Carolina, Chapel Hill und habe da im Prinzip weiter studiert und habe aber halt sehr darauf fokussiert, einen Großteil meines Studiums damit irgendwie fertigzustellen. Und bin nach dem einen Auslandsjahr wieder zurück und habe dann im Prinzip halt noch die verbleibenden Vorlesungen besucht und die Scheine, die ich dann in den USA gemacht habe, habe ich anerkannt lassen und das war im Prinzip der erste Auslandsaufenthalt. Der nächste schloss ich dann auch wenig später an. Also ich habe dann im Prinzip noch kurz vorm Diplom hatte ich nochmal ein Praktikum gemacht. Das heißt, ich bin nach Frankreich gegangen, Grenoble, an das Institut La Langevin und habe da im Prinzip die Sommermonate verbracht und ein Messgerät optimiert. Danach wieder zurück. Dann habe ich ja mein Studium abgeschlossen, also mein Diplom und bin kurz nach meiner Matheprüfung, also wenige Stunden später, war ich dann im Flieger nach Shanghai. Ich hatte mir kurz vorher noch ein Stipendium besorgt, ja eigentlich für Wirtschaftswissenschaft, obwohl ich Physiker war, und habe dann in China, in Shanghai, Chinesisch studiert und gleichzeitig auch an einem Forschungsinstitut weitergearbeitet. Das war im Prinzip dann der nächste Aufenthalt. Danach, also nachdem ich im Prinzip halt mit dem Chinesisch-Studium fertig war, es war ungefähr ein Jahr, war im Prinzip die nächste Station bei mir im Prinzip in der Planung. Ich bin wieder zurück nach Frankreich, also wieder ins Institut Langevin und habe da meine Doktorarbeit gestartet. Das habe ich dann im Prinzip 3 Jahre lang durchgezogen. Das war eher so experimentelle Physik halt, wo ich halt mich mit Neutronenspektroskopie und Biophysik beschäftigt habe. Und dann hat mich, nachdem ich dann im Prinzip meine Doktorarbeit fertig hatte, mich wieder das Heimweh gepackt und ich bin nach Australien, nach Sydney und habe dann noch ein Postdoc-Jahr angehangen und dort habe ich im Prinzip mich mit sehr ähnlichen Themen beschäftigt, aber habe natürlich auch andere Leute genossen, mehr oder weniger. Du hast schon irrsinnig viel von deinen vielen, vielen Auslandsaufenthalten erzählt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf jeden sozusagen einzelnen Aspekt einzugehen, aber kannst du vielleicht so ein paar Sachen sagen, die du aus diesen Auslandsaufenthalten natürlich neben dem Fachlichen mitgenommen hast? Also Sprache wird wahrscheinlich eins davon gewesen sein. Was hast du da rausgezogen? Hast du dich da irgendwie weiterentwickelt? Auf alle Fälle. Also es war vor allem, glaube ich, in China. Also ich habe ja vorher in Amerika und Frankreich im Prinzip halt meine ersten Auslandsaufenthalte gemacht und da war mir das Umfeld vertraut, habe ich mich sehr, sag ich mal, auf die Arbeit konzentriert. Und in China war ich im Prinzip, wie ich erwähnt hatte ich ein Stipendium gehabt für Wirtschaftswissenschaftler. Also ergo war ich auch mit vielen Wirtschaftswissenschaftlern unterwegs gewesen. Und das hat so ein bisschen die Perspektive halt geändert. Da habe ich einfach gesehen, na gut, man kann natürlich auch in der Wirtschaft halt viel, viel machen. Und in China habe ich halt gerade gesehen, was gerade alles entsteht hat. Das war ungefähr so 2007 und im Prinzip ist da einfach wirklich unglaublich viel entstanden halt. Also es sind einfach viele Wolkenkratzer gebaut worden, aber da sind auch ganz viele Firmen entstanden, ganz viele neue Ideen halt und das habe ich einfach dann hautnah miterlebt. Und das war auch so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, eine neue Perspektive zu entwickeln, wo ich sagte, okay, vielleicht will ich in die Wirtschaft gehen, vielleicht will ich nicht unbedingt auf Ewigkeiten in der Wissenschaft bleiben.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du deine Doktorarbeit in Frankreich begonnen hast. Warum hast du dich entschieden, nach deinem Diplom einen Doktor zu machen? Das ist, glaube ich, so der normale Weg eines Physikers, glaube ich halt. Also wenn man, sag ich mal, in der Wissenschaft halt arbeitet, dass man im Prinzip Doktor macht, einfach weil die Themen einfach spannend sind. Ich glaube, dass man bei mir war das sehr, sehr ähnlich halt. Aber ich habe auch eine gewisse Herausforderung gesucht. Also ich hatte mich erst mit, sag ich mal, sehr theoretischer Physik beschäftigt, indem ich irgendwie Modelle gebaut habe und Algorithmen. Und ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht. Und die war im Prinzip, ich muss irgendwas machen, was ich vielleicht nicht so gut kann. Und ich hatte im Studium halt immer eine schlechte Note in der Experimentalphysik, weil ich mir gedacht habe, okay, mit der Theorie kann ich alles erklären, das reicht mir. Das muss ich nicht durch das Experiment noch machen. Und deshalb bin ich dann im Prinzip gesagt, okay, ich mache einfach einen Doktor in der Experimentalphysik. Das ist die größte Challenge, die ich halt haben kann. Und dann habe ich es einfach so gemacht. Ja, das ist natürlich ein unglaublich mutiger Schritt, den du da gegangen bist. Also ich komme von der anderen Seite. Ich war immer eher nicht so gut in der theoretischen Physik und ich könnte es mir aber auch nicht vorstellen, eine Promotion in der theoretischen Physik anzuhängen. Du hast schon erzählt, dass du jetzt dich während deiner Zeit in der Promotion und auch in der Postdoc-Zeit dazu entschlossen hast, nee, die Wissenschaft ist es nicht für mich. Was waren das für ausschlaggebende Punkte, dass du gesagt hast, nee, Wissenschaft will ich nicht für mein Leben machen? Ich meine, das erste war im Prinzip halt in China, wo ich halt auch viel mit Wirtschaftswissenschaftlern zu tun hatte. Also da kam einfach eine neue Perspektive rein, dass man da, sag ich mal, auch Sachen machen kann. Da fiel auch, glaube ich, zum ersten Mal das Thema Beratung. Also viele von denen wollten in die Beratung gehen. Dann hatte ich mich da auch irgendwie dafür interessiert und dachte, okay, vielleicht guckst du mal, was das halt ist, ne? Und ja, habe ich mich ein bisschen da in das Thema reingelesen und hatte da schon einen gewissen Kontakt einfach dahin und habe gesagt, okay, das ist ja genau, ist ja ganz spannend, ja, Projektarbeit, die Themen ändern sich ständig, man kann was Neues lernen, tolle Lernkurve, sind so die Buzzwords, die so gefallen sind. Und da habe ich gesagt, okay, dann beschäftige ich mich einfach mal näher damit. Und da bin ich auch in der Zeit halt, als ich in China war, halt mit meinen jetzigen Arbeitsgebern gewissermaßen in Berührung gekommen halt. Also ich hatte dann in irgendeinem Wirtschafts- oder Wissenschaftsjournal halt, hatte ich dann eine Werbeanzeige gelesen, irgendwie toll, qualitative Beratung und so weiter. Hatte dann auch mit meiner Betreuerin da im Forschungsinstitut drüber gesprochen und die kannte natürlich dann auch irgendwie das Unternehmen und hatte mir dann auch schon Kontakte vermittelt. Gleichzeitig, als ich in der Forschungsgruppe war, hatten wir ständig auch Anfragen gehabt aus der Finanzwelt halt. Also wir hatten uns sehr mit, sag ich mal, mit Computational Biophysics beschäftigt und da war natürlich auch, sag ich mal, Hedgefondsmanager waren an solchen Leuten auch interessiert halt, ne, die sich auf GPUs irgendwelche coolen Algos halt schreiben. Und da kamen dann auch ständig Anfragen rein, ob man denn Lust hätte, dann halt im Prinzip für irgendein Quanthaus oder hier in den USA zu arbeiten. Ne? Und da hat sich dann immer weiter so Möglichkeiten einfach ergeben. Wir stecken jetzt schon so ein bisschen Vorwissen rein, wenn wir sagen, dass du schon relativ früh eigene Familie gegründet hast. Jetzt ist die Wissenschaft und auch vor allen Dingen dein Lebensweg mit diesen vielen Auslandsaufenthalten ja nicht irgendwie einen Lebenslauf oder einen Karriereweg, wo man sagt, der ist optimal, um Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Wie hast du das geschafft oder hast du das geschafft? Ich glaube erstmal, es gibt kein wirkliches Optimum, also es ist kein Problem, was man optimieren kann. Also es ist sehr, sehr schwierig. Das war eigentlich, würde ich sagen, das war nie ein Problem, ehrlich gesagt. Also wir hatten meine Frau relativ früh Kinder. Also schon während der Doktorarbeit. Aber wir hatten halt in Frankreich gelebt. Das heißt, da ist die Infrastruktur, Kinderbetreuung halt verdammt gut. Da gibt's irgendwie eine Crèche familiale, da gibt's eine Crèche halt. Da kann man, also hat man Kinderbetreuung mehr oder weniger rund um die Uhr. Der Arbeitsgeber unterstützt einen. Also da bekommt man halt dann auch, sag ich mal, finanzielle Hilfe. Also nicht nur in Form von Kindergeld. Das sind schon deutlich größere Summen halt im Prinzip. Es gibt erstmal so eine Art Aufbausumme halt letzten Endes, um sich also alle Infrastruktur zu kaufen, wie Kinderwagen etc. Da hat man auch Daheimbetreuung, also es ist ein ganz anderes Umfeld. Und meine Frau hat jetzt halt auch gearbeitet und auch ein MBA gemacht halt. Also wir waren halt beide sehr, sehr beschäftigt, aber wir hatten trotzdem, sag ich mal, die Unterstützung gehabt. Glücklicherweise noch meine Schwiegereltern halt, die haben auch geholfen. Also die sind gerade in der Zeit in die Rente gegangen, die haben vorhin ein Unternehmen gehabt, haben das verkauft und ja, hatten dann im Prinzip mehr oder weniger Freizeit. Das heißt, da von der Seite kam Unterstützung. Und deshalb war das erstmal überhaupt kein Problem halt, also im Sinne von irgendwie Stress oder so, das hat man nie gespürt halt, das war so mega entspannt. Und wir hatten dann auch kein Problem gehabt, sag ich mal, einfach nach Australien zu gehen. Also wir hatten dann immer Unterstützung, weil ich hatte dann im Prinzip halt für so eine, also eigentlich mehr oder weniger für den Unterarm der australischen Regierung gearbeitet, die hat dann auch jegliche Unterstützung zugesagt halt, das heißt auch, sag ich mal, die ganzen Reiseformalitäten dergleichen waren super easy, da gab es halt einfach Unterstützung, das musste man nicht selbst machen. Auch ganze Reiseplanung, einfach einen Container hingeschickt, aber da alles reingeladen, das musste man nicht selbst reinladen, das hat dann auch jemand reingeladen, gab es ein Unternehmen dafür. Also das war einfach nur, okay, andere Position halt und dann war man halt in Australien
Da war die Kinderbetreuung, muss ich sagen, ein bisschen schwieriger. Also Australien ist da nicht ganz so gut wie Frankreich. Jetzt kann Australien-Bashing hier machen. Aber wir hatten dann auch wieder Unterstützung, auch wieder von meinen Schwiegereltern. Die sind halt auch noch mit nach Australien gereist und haben sich ja weiter um die Kinder gekümmert. Also das war dann eigentlich überhaupt kein Problem. Meine Frau hat zwar in der Zeit dann in Shanghai gelebt und ich in Australien. Also das hat man dann so ein bisschen nochmal aufgeteilt, weil sie dann nochmal da was gemacht hat, ein Praktikum bei so einem französischen Unternehmen. Aber das war halt auch irgendwie möglich. Also ich glaube, man muss sich einfach nur unglaublich gut arrangieren halt und vielleicht auch planen halt. Und gut, wenn man jetzt Unterstützung von Eltern und Schwiegereltern hat, dann ist das, glaube ich, noch weniger ein Problem halt. Also deshalb. Du hast gerade gesagt, dass ihr viel Unterstützung bekommen habt. Das klingt jetzt nach einer relativ entspannten Zeit, die ihr hattet. Würdest du sagen, dass der Zeitpunkt während der Promotion sich für die Familienplanung gut eignet? Also ich würde sagen, das ist eine gute Zeit halt. Also ich habe auch zum Beispiel einen Bruder, der hat Kinder schon während des Studiums bekommen und hat danach ein eigenes Unternehmen begründet, hat ein eigenes Beratungsunternehmen mit 20 Leuten mittlerweile. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme halt. Also es gibt halt, klar, es gibt viele, die sagen, okay, wollen das Risiko nicht eingehen, aber ich denke, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit halt. Also man kann auch Kinder später haben. Das muss jeder selbst entscheiden halt, aber ich denke, es gibt eigentlich keine wirklichen großen Hürden halt. Ne? Also es gibt auch seitens des Staates oder der Regierung gibt es halt Unterstützung gewissermaßen. Also man muss es nur einfach dann nutzen und sich irgendwie arrangieren damit. Du hast jetzt schon angesprochen, wie du das finanziert hast. Und ich würde jetzt aber gerne nochmal sozusagen nachfragen, weil das ist ja schon, also ganze Familie haben und es ist ja auch normalerweise eine Doktorenstelle, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, nicht so wahnsinnig üppig bezahlt. Du hattest Umzüge und so weiter, das hast du auch schon erzählt. Aber hast du das dann wirklich nur aus deinem Gehalt und, wie gesagt, Zuwendungen von staatlicher Seite finanziert? Ja, klar. Also gut, ich habe schon bis natürlich mit gewissermaßen optimiert in der Hinsicht halt, also was die Einkünfte betreffen. Ich habe natürlich immer die Arbeit an Universitäten gemieden, also weil das also über irgendwelche, keine Ahnung, schlecht bezahlten Stellen realisiert wird halt, muss ich mal so hart sagen. Und ich hatte halt direkt für diese Forschungseinrichtung gearbeitet und habe ein normales Wissenschaftlergehalt bekommen, genauso wie in Australien. Da habe ich ein relativ gutes Gehalt bekommen, war auch steuerfrei. Also Geld hat da wirklich eigentlich nie eine Rolle gespielt halt. Also ich meine, als Doktorand war es jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es war halt ein akzeptables Gehalt für Frankreich. Man konnte super gut davon leben und ich habe da keinerlei, also sag ich mal, Einschränkungen oder dergleichen gespürt. Das gleiche gut für Australien war halt super, weil da hat man relativ viel, weil es halt einmal weil es steuerfrei war, ne? Das war der große Vorteil. Da gab es im Prinzip halt ein bestimmtes Programm halt für Leute, die ins Land kommen, die noch, sag ich mal, aus einem anderen Land kommen und dann irgendwie gefragt sind im Land. Und wenn man steuerfrei lebt, dann lebt man, glaube ich, ziemlich gut, für mich auch in Deutschland. Das ist wohl so, ja. Also nochmal kurze Nachfrage. Wenn man in Australien arbeitet, in der Wissenschaft, als sozusagen Europäer oder als Europäerin, dann zahlt man da keine Steuern. Ich glaube nicht mehr. Also als ich da war, haben sie auch dieses Programm, das hieß LAFA damals, das haben sie abgeschafft, nach zwei Jahren. Ich habe damals auch noch mal eine Petition geschrieben, dass sie das nicht machen sollen halt. Also hatten uns dann an den Premier gewandt. War ein relativ gutes Programm. Und haben sie leider abgeschafft. Also hieß damals LAFA Living, glaube ich, Away from Home Allowance oder so, wie das hieß. Und das war im Prinzip, man konnte dadurch halt einigermaßen steuerfrei im Land leben. Ich glaube, weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Verstehe. Ist ja verrückt. Nach deinem Postdoc bist du ja aus der Wissenschaft heraus und in ein Unternehmen gewechselt. Finanziell standest du, so wie du es gerade geschildert hast, während deiner Postdoc-Zeit ja schon eigentlich ganz gut da. War deine Entscheidung der Familienfreundlichkeit geschuldet, weil sich die Arbeit in einem Unternehmen beispielsweise besser in den Alltag integrieren lässt? Oder warum hast du dich letztendlich entschieden, dass du in ein Unternehmen wechseln möchtest? Nee, das war wirklich nicht der Grund halt. Also ich hatte auch eine Möglichkeit gehabt, in der Wissenschaft zu bleiben. Also ich hatte damals in Australien ein Angebot gehabt, für eine Stelle als Instrumental Scientist zu arbeiten. Das ist eigentlich ziemlich lukrativ halt, also auch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Kann man ungefähr mit einem Beratergehalt vergleichen, nur dass es einigermaßen flach bleibt über die Jahre und nicht so stark ansteigt. Aber das war nicht der Grund irgendwie. Also das war wirklich das Interesse. Das hatte ich während der Doktorarbeit einfach entwickelt. Ich habe gesagt, okay, die Beratung ist interessant. Ich habe ja auch gar nicht erwähnt, während der Doktorarbeit halt, also die meisten Beratungen halt einfach mal angeschaut, von Strategieberatung bis Tech-Beratung. Wirklich war irgendwie alles dabei gewesen und habe da einfach ein Interesse für entwickelt. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann sollte die so sein, dass es meinem Interesse entspricht halt und weniger diesen ganzen Randbedingungen. Also hätte ich mich weiter für Wissenschaft interessiert, dann hätte ich das natürlich gemacht halt. Also weil, ich meine, da kann man also auch mit Familie leben. Also es gibt ja auch Leute, die, also ich meine, Wissenschaft, die Kinder halt haben. Also das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Also das war jetzt nicht der Treiber an der Stelle. Und jetzt hast du schon angesprochen, du hast dich in dieser Zeit mit Beratung beschäftigt. Viele unserer ZuhörerInnen haben sich vielleicht noch nicht mit Beratung beschäftigt. Deswegen erklär uns doch einmal bitte das Konzept der Beratung. Warum gibt es überhaupt Beratung und was ist die grundsätzliche Idee dahinter?
Genau, also die grundsätzliche Idee ist im Prinzip halt, bei Kunden, also für irgendwelchen Firmenkunden, irgendwelche Unternehmen halt, bestimmte Projekte durchzuführen. Weil wenn man ein Projekt hat, das ist ja oft, sag ich mal, was zeitlich begrenzt ist. Also man hat irgendein Problem, was man lösen möchte, zum Beispiel ein neues Produkt einbringen, ein neues Businessmodell bauen, eine strategische Betrachtung machen, irgendwas Neues ausprobieren, Proof of Concept bauen und dergleichen. Und da ist natürlich so, dass für ein Unternehmen vielleicht nicht immer die Ressourcen da sind halt. Also nicht jedes Unternehmen hat einfach eine ganze Abteilung, die einfach mal so schnell ein Projekt machen kann halt. Das ist ja relativ schwierig. Man braucht da oft auch, sag ich mal, sehr, sehr spezielle Expertise für einen bestimmten Zeitraum oder nicht mehr. So, ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein neues Produkt bauen möchte, einen neuen Service, dann braucht man für diese Anfangsphase halt bestimmte Experten. Und wenn das dann erstmal steht, dann eigentlich gar nicht mehr halt. Ne? Das heißt, nur für diese kurze Phase, wo Ressourcen gebraucht werden, holt man sich dann im Prinzip halt Berater ins Haus. Also die lösen dann im Prinzip das Problem für, also ich meine, innerhalb von 6 Monaten, dann ist das Problem gelöst und dann gehen die Berater halt wieder raus. Also das heißt, es ist im Prinzip sehr, sehr projektgetriebene Arbeit. Und das gibt's im Prinzip, denke ich mal, nur, weil im Prinzip vielleicht gewisse Experten im Unternehmen nicht vorhanden sind. Und man so einfach Projekte stemmen kann. Gleichzeitig haben Unternehmen auch eine gewisse, sag ich mal, gewisses Interesse daran, so eine Perspektive von anderen zu bekommen. Also von Leuten, die auch andere Sachen in anderen Firmen gesehen haben. Ja, dadurch kommen neue Ideen, sag ich mal, ins Haus rein. So, das heißt, als Berater ist man im Prinzip so wie jemand, der kurzzeitig halt irgendwo bei einem Projekt halt aushilft. Also mehr macht man im Prinzip einfach nicht. Ich muss jetzt gleich nachhaken. Du hast dich jetzt für Define entschieden. McKinsey ist vielleicht ein Name, den jeder kennt. Accenture, da hatten wir schon einen Physiker da, der da gearbeitet hat. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Beratungen oder machen die im Prinzip alle das Gleiche? Nee, also es gibt schon Unterschiede. Also McKinsey kenne ich halt auch. Also ich habe mich zumindest während meiner Doktorarbeit sehr intensiv auch damit beschäftigt und war da auch in einem gewissen Austauschprogramm halt drin. Sehr spannend, was die machen. Aber die konzentrieren sich halt eher auf strategischen Ausrichtungen halt, ne? Also wenn jetzt halt ein Unternehmen zum Beispiel die Frage stellt, ja, möchte ich irgendwie in den Kryptomarkt einsteigen, ist das eine Frage, die ist erst sehr schwierig zu beantworten. Also man muss gucken, ob man da im Prinzip halt, wenn ich mal einen Marktanteil bekommen kann, welche strategischen Services man da aufbauen kann halt und dergleichen. Ne? Und da kommt dann oft McKinsey ins Boot halt für vielleicht ein paar Wochen, vielleicht für ein paar Monate und versucht letzten Endes zu schauen, okay, ist das eventuell eine strategische Ausrichtung? Also das ist im Prinzip halt sehr, sehr strategiegetrieben. Das sind oft auch sehr kurze und sehr intensive Projekte. Fand ich auch sehr spannend. War halt im Prinzip für mich jetzt dann irgendwann nicht so in die engere Auswahl geraten, weil es halt auch nicht so quantitativ war halt, ne, und auch wenig technologisch halt, weil bei mir war es so, ich implementiere auch ganz gerne oder entwickle halt komplexe Modelle. Und das war zumindest in der Zeit, also hat sich vielleicht jetzt geändert in den letzten Jahren, aber es war in der Zeit halt noch nicht so gegeben, da waren sie eher im Prinzip halt aus dieser betriebswirtschaftlichen Sicht, kamen sie halt da rein und aus dieser strategischen Sicht, zwar auch interessant fand, aber jetzt auch nicht so interessant. Und zum Beispiel Define, wo ich jetzt arbeite, schon seit fast 10 Jahren, das ist halt eher so für Physiker, würde ich sagen halt. Also hier arbeiten im Prinzip halt fast nur Physiker und Mathematiker halt. Also wirklich viele Leute mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, auch viele, sag ich mal, mit einer Promotion. Und wir gehen halt sehr komplexe Probleme an bei Kunden. Ja, das können halt auch sehr komplex mathematische Probleme sein. Das können aber auch sehr, sehr technische Probleme sein. Also wir helfen zum Beispiel auch Kunden letzten Endes auch, sag ich mal, neue Infrastruktur aufzubauen. Also wenn jetzt eine Bank sagt, okay, sie will jetzt irgendwie einen neuen Service bauen, vielleicht irgendwas im Kryptomarkt, wo sie sagen, okay, wir wollen da etwas machen, dann helfen wir denen im Prinzip letzten Endes auf der einen Seite auf einer konzeptionellen Ebene, wo sie sagen, okay, wie könnte denn sowas aussehen? Aber wir setzen es auch um. Also wir haben auch Leute letzten Endes, die dann das Ganze zusammencoden. Das ist wirklich auch dabei und das ist halt ein Unterschied vielleicht zu anderen Beratungen halt, die dann, sage ich mal, eher diesen strategischen Engel halt haben. Das ist dann oft so, dass dann irgendwie erst McKinsey im Haus war, hat, sage ich mal, die strategische Ausrichtung vorgegeben. Mhm. Und dann ist schon klar, okay, der Kunde möchte das und das machen. Und dann kann natürlich auch sein, dass dann wir ins Haus kommen und sagen, okay, wir setzen es das dann auch einfach um. Ja, und das heißt, bei uns dann natürlich die Projekte dann auch deutlich länger. Also wenn ich was umsetze, dann bin ich nicht nach 2 Wochen fertig oder nach einem Monat, sondern dann kann ein Projekt halt zwischen 6 Monaten bis 2-3 Jahren halt dauern, wo man sagt, man ist mal beim Kunden vor Ort oder man ist remote und man entwickelt dann wirklich auch, ja. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Define ist ja in Deutschland angesiedelt und du hast dich während deiner Postdoc-Zeit in Australien schon beworben. Ich stelle mir so eine Bewerbung vom anderen Ende der Welt etwas schwierig vor, unter anderem, wenn es zum Beispiel um Vorstellungsgespräche geht. Wann hast du dich angefangen zu bewerben? Also ja, kann man. Damals gab es Skype und nicht Zoom. Ich habe mich im Prinzip halt während der Doktorarbeit halt mit vielen Beratungsunternehmen vernetzt und die haben halt oft so Workshops oder im Prinzip mal so eine Veranstaltung für 2 Tage irgendwo in Europa.
Und da habe ich einfach angefangen, mich mit Leuten zu vernetzen. Also ich bin dann kurz dahin geflogen von Frankreich, habe da irgendwie 2 Tage Workshop gemacht, dann wieder zurück und habe dann halt immer mehr, sag ich mal, die Fühle, die Kontakte halt in die Beratung ausgestreckt halt. Und da war auch die Verein dabei gewesen halt, da war ich dann auch im Prinzip irgendwie vor Ort, glaube ich in Frankfurt sogar, habe das dann 2 Tage gemacht, habe gesagt, okay, ist cool, habe dann neue Leute kennengelernt und da war ich halt einfach mit denen in Kontakt. Und als ich in Australien war, habe ich auch mal gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich wieder nach Deutschland zurück. Ich habe die Leute kontaktiert, habe dann einen Termin ausgemacht und da gibt es im Prinzip halt, ich glaube, eine wöchentliche Taktung oder 2-wöchentliche Taktung gibt es halt im Prinzip dann Recruiting-Gespräche halt, da geht man einfach in den ganz normalen Bewerbungsprozess rein. Das heißt, ich war vorher diesen Workshop, die kannten mich halt im Prinzip schon und dann habe ich mich dann, also ich habe mich natürlich auch für andere Beratungen beworben halt und dann habe ich im Prinzip von Australien einfach alle Termine ausgemacht, bin nach Deutschland, also nach Deutschland geflogen, habe dann, glaube ich, in der ersten Woche gleich angefangen, einfach meine Termine, Bewerbungstermine abzuarbeiten. Also das war überhaupt kein Problem. Hat dir das Netzwerk von Beratungsfirmen bei deiner Bewerbung geholfen? Also die machen im Prinzip halt diese Workshops letzten Endes auch, um Leute kennenzulernen halt, ja. Das heißt, da findet dann auch schon so eine Art, sag ich mal, Vorselektion statt und dann ist man dann oft in solchen Austauschprogrammen statt. Und das hat fast jedes Beratungsunternehmen. Das heißt, da ist nicht nur ein Workshop, da sind dann vielleicht auch nochmal Anschlussworkshops halt, ne. Mhm. Das heißt, dann löst man zum Beispiel irgendeinen Use Case, gibt es auch Beispiel-Use Cases für irgendwelche Kunden halt, ne. Also gibt es dann so ein ganzes Programm halt. Und wenn man da einfach drin ist, dann ist es dann auch relativ einfach, letzten Endes dann, sag ich mal, diesen Bewerbungsprozess reinzukommen. Und der ist ja gerade bei Beratungsunternehmen ziemlich, sag ich mal, durchoptimiert. Einfach weil die einfach unglaublich viele Leute ins Unternehmen halt reinholen und das auch, sag ich mal, sehr, sehr regelmäßig halt, ne. Das heißt, ist es dann auch relativ einfach reinzukommen. Also es ist vermutlich schwieriger, sich jetzt, sag ich mal, in anderen Unternehmen zu bewerben, weil die vielleicht jetzt nicht so eine gute Recruiting-Pipeline haben. Da muss man vermutlich ein bisschen, sag ich mal, mehr machen halt, aber bei den Beratungshäusern ist es heißt meist so, das ist eine sehr, sehr gute Pipeline. Also wenn man da einmal irgendwie drin ist, dann ist es relativ einfach, dann irgendwie weiterzukommen. Und jetzt hast du schon gesagt, du warst irgendwie einmal drin in diesem Fluss. Was hat denn aber sozusagen den Erfolg deiner Bewerbung am Ende, oder was war dafür ausschlaggebend? Also waren das irgendwie Noten, Praktika? Du hattest viele Erfahrungen, auch schon Auslandsaufenthalte. Hast du ein Gefühl dafür, was dann wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass du dann diese Stelle bekommen hast? Ja gut, ich meine, das eine ist natürlich alle möglichen Hard Facts halt, ja, also Noten und so weiter halt, das sollte eigentlich ziemlich klar sein halt. Auslandsaufenthalte sind, glaube ich, auch entscheidend halt, ne, also da gibt es im Prinzip, oder welche Uni man war halt, ne, also es gibt dann im Prinzip erstmal so Hard Facts, aber dann ist natürlich das Bewerbungsverfahren interessant halt, ne, es gibt dann mehrere Stufen, also man spricht dann mit verschiedenen Leuten, ne, und muss halt im Prinzip zeigen können, dass man bestimmte Use Cases halt oder bestimmte Probleme halt lösen kann. Mhm. Dann bekommt man meistens irgendwie einen kleinen Use Case oder ein kleines Business Case, den man einfach dann durchrechnet und versucht einfach ein Problem zu lösen und zeigt dann, welche Problemlösungsskills man halt hat, ne? Und das geht dann in verschiedenen Stufen. Und ja, ich denke, das war irgendwie auch ausschlaggebend, aber das waren auch viele Fähigkeiten, die man halt während der Doktorarbeit einfach lernt halt, ne? Also man löst ja ständig irgendwelche komplexen Probleme halt oder vielleicht auch Probleme von anderen Leuten, ne? Und dann ist es einfach so, wenn man jetzt in diesen Bewerbungsprozess halt reinkommt, da redet man halt vermutlich weniger über den Lebenslauf. Klar gibt es Fragen dazu halt, ne, ganz klar halt, aber das ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist natürlich das, was man dann unter Beweis stellt halt. Also man bekommt dann im Prinzip halt ein kleines abgestecktes Problem und dafür gibt es erstmal, also für dieses abgesteckte Problem gibt es erstmal keinen so klaren Weg, wie man es löst halt, sondern man löst das dann im Prinzip, sag ich mal, gemeinsam im Gespräch, sag ich mit einem anderen Berater, also mit einem Berater dann irgendwie, der mit einem dann, sag ich mal, diesen Bewerbungsprozess halt macht, ne, und man wird anhand dessen dann beurteilt. Ja, da werden im Prinzip halt diese Problemlösungsskills halt wirklich getestet halt. Und da kann man sich auch ganz gut drauf vorbereiten halt. Also gut, man lernt das meiste, würde ich sagen, lernt man dann im Prinzip halt in der Doktorarbeit. Gerade als Physiker kann man, glaube ich, mit Zahlen ganz gut umgehen. Das ist nicht so das Problem halt. Da gibt es einen Haufen Literatur, da liest man sich einfach durch und dann kann man das, glaube ich, ganz gut. Das heißt, du hast jetzt schon eine unserer Fragen beantwortet, nämlich wie du dich darauf vorbereitet hast. Also es gibt da wirklich Literatur, die du dann quasi lesen kannst und dann bereitet die dich auf diese Bewerbungsverfahren vor. Genau, also eher für, ich würde sagen, das ist dann eher so für diese ganzen Standardberatungen halt, also gerade im strategischen Bereich, da gibt es unglaublich viel Literatur halt. Für DeFi gibt es, glaube ich, weniger Literatur, würde ich sagen. Also aber das ist halt wiederum einfacher, wenn man programmieren kann, wenn man, sag ich mal, bestimmte mathematische Probleme lösen kann halt. Also man muss sich dann vielleicht ein bisschen mit Finanzmathematik beschäftigen. Das ist aber auch als Physiker, würde ich sagen, nicht so schwer halt. Also wenn man, sag ich mal, die Diffusionsgleichung beherrscht, die Finanzwelt tickt sehr ähnlich halt. Also da gibt es wieder stochastische Prozesse und Volatilität halt. Und wenn man das, glaube ich, ganz gut verstanden hat, dann kann man auch diese Probleme halt lösen. Okay, ich würde das jetzt aber ganz kurz ordnen. Wie läuft dann dieser Bewerbungsprozess effektiv ab? Du hast dann schon ein Vorstellungsgespräch und wirst dann eingeladen zu im Prinzip Assessment Center.
Das sind keine Assessment Center. Also Assessment Center wäre im Prinzip, also es gibt durchaus Assessment Center, habe jetzt in meiner Erfahrung in der Welt noch nicht gehabt. Es wäre irgendwo, was ausgelagert halt ist. Ne? Also man kommt dann wirklich dann zu den Beratungsunternehmen selbst hin. Also die haben verschiedene Standorte in Deutschland. Und dann hat man oft so, sag ich mal, drei Stufen. So, das heißt, man hat im Prinzip drei nacheinander gelagerte Gespräche, können auch vier sein oder zwei, also hängt wirklich jetzt von der Beratung halt ab. Und da ist man einfach im Prinzip erstmal in Kontakt halt mit Berater verschiedener Stufen. Das geht wirklich bis Partner halt hoch, also Manager, Partner und so weiter. Und da redet man erstmal allgemein über vielleicht ein paar Worte zum Lebenslauf, aber man kommt dann relativ schnell, sag ich mal, in diesen Modus, wo man halt gemeinsam ein Problem löst. Das heißt, da wird dann ein Problem vorgestellt, dann löst man das. Und dann, wenn man dann erfolgreich ist, kommt man in die nächste Stufe rein. Dann werden nochmal vielleicht andere Fragen gestellt halt, oder eine andere Perspektive wird angeleuchtet halt, ne? Und das geht dann halt bis zur letzten Stufe. Das ist halt einfach nur, ist einfach ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Aber das ist jetzt nicht so eine Art von Assessment Center, wo jetzt, sag ich mal, mehrere Leute gleichzeitig von Psychologen irgendwie betreut werden oder man muss irgendwie im Team ein Problem lösen. Also es ist oft so ein Zweiergespräch halt, ja, mit einem erfahrenen Berater, der dann letzten Endes guckt, wie man da so ein Case halt knackt. Ja, verstehe. Wie sah dein Berufseinstieg bei DeFine aus? Wurdest du direkt ins kalte Wasser geworfen oder hattest du anfangs jemanden an der Hand, den du immer mit deinen Fragen löchern konntest? Also es gab in der Anfangszeit einen Haufen Trainings. Also man hat aus verschiedenen Bereichen Sachen gelernt. Das ging los, also klar, IT-Skills, PowerPoint-Skills halt, also so allgemeine Sachen. Und vor allem halt, also muss man auch PowerPoint beherrschen. Also als Physiker verwendet man das nicht so gerne. Aber man lernt dann solche Sachen oder wie geht er mit Kunden um, halt, also wenn man verschiedene Situationen simuliert. Also man wird wirklich ganz, ganz gut vorbereitet für solche Trainings. Ich glaube, wenn ich mich noch erinnere, laufen die ungefähr einen Monat oder sowas halt, also die laufen eine ganze Weile. Gleichzeitig gibt es auch Mentoring-Programme, das gibt es auch in den meisten Beratungen halt. Also man hat einen Mentor zur Seite, man kann da irgendwie Fragen stellen, den kann man dann auch bestimmte Probleme einfach diskutieren. Also der Mentor steht da eines zur Seite, vielleicht über, ich glaube, einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren. Das heißt, da kann man sich, glaube ich, ganz gut entwickeln. Also man wird nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen halt, muss ich gleich dazu sagen halt. Ja, also man wird wirklich halt aufgebaut. Man kommt dann auch aufs Projekt halt, aber man ist natürlich nicht alleine. Also das ist jetzt vielleicht der Unterschied zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo man dann wirklich ganz alleine ist. Man kommt dann in irgendein Team rein, das ist dann vielleicht schon vor Ort beim Kunden. Und als Anfänger weiß auch jeder, du bist der Anfänger und man hilft dir. Und dann wird dann im Prinzip halt langsam aufgebaut. Also man ist nicht irgendwie sofort irgendwie mit dem Kundenkontakt und ist man total exponiert und total alleine und schwitzt Angst und Wasser, sondern man ist wirklich in so ein Team eingebettet, man bekommt die ersten kleinen Aufgaben zugeteilt und kann sich dann sukzessive entwickeln halt. Und da habe ich dann auch gespürt halt, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm halt, ne, weil man einfach immer mehr dazulernt halt, immer auch Hilfe bekommt halt. Ne? Also wenn man jetzt im Prinzip wirklich da irgendwie auch, vielleicht auch, keine Ahnung, ein Problem im Team halt hat, dann kann man einfach mit seinem Mentor einfach reden halt. Ne? Der hat dann auch vielleicht auch gute Kontakte ins Unternehmen rein halt, kann einfach Probleme lösen, ne? Und so kommt man da voran halt. Also ich habe nie irgendwie gespürt, dass ich da irgendwo ganz alleine stehe oder dass mir plötzlich das ganze Wissen halt fehlt halt. Ne? Also da wird man halt so verdammt gut betreut und irgendwann hat man das Wissen halt aufgebaut und, sag ich mal, kann gut selbstständig agieren. Und es gibt natürlich auch weitere Betreuungen halt. Ne? Also während, also es ist nicht so, dass dann irgendwie die Trainings abgeschlossen sind, sondern es gibt dann einfach in der ganzen Zeit gibt es weitere Trainings einfach. Man kann dann auch selbst Trainings sich aussuchen und dergleichen weiter vertiefen. Und irgendwann ist man selbstständig und sagt, okay, ich will jetzt im Prinzip genau das Training jetzt einfach haben, weil mich das Thema interessiert. Und dann ist man dann ein bisschen, sag ich mal, selbstständig unterwegs. Empfandest du das als sehr anspruchsvoll und schwierig, diese erste Zeit? Oder hast du gesagt, das war zwar viel Zeit, die man investieren musste, aber das war so gut durchgetaktet, dass man da im Prinzip auch gut mitkommen konnte? Ja, letzteres. Das war gut durchgetaktet, man konnte gut mitkommen. Also war eine steile Lernkurve, aber man hat sich nie irgendwie überfordert gefühlt oder sowas. Du hast ja gerade gesagt, dass dein Berufseinstieg ganz gut getaktet war. Hast du noch ein paar allgemeine Tipps für den Berufseinstieg? Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich die Leute anzuschauen, mit denen man dann später arbeitet halt. Ja, also ich glaube, wenn man oft in so ein Bewerbungsgespräch reingeht, dann hat man so eine gewisse, also vielleicht so eine Haltung, wo man sagt, okay, also ich bin hier irgendwie der Bittsteller, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Man ist ja auch gleichzeitig derjenige, der was zu bieten halt hat. Ne? Und gerade, denke ich mal, auch als Wissenschaftler, kann ich gleich dazu sagen, also Wissenschaftler sind am Markt verdammt gut gefragt halt. Ne? Also weil einfach, also auch gerade Physiker, Mathematiker und dergleichen, also da wissen die Unternehmen, was die auch wert sind. Also man darf sich nie als Bittsteller halt fühlen. Ja, das heißt, man muss auch genauso gucken, okay, passt das Unternehmen zu mir? Und wenn man so eine Haltung halt reingeht, hat man auch keine Angst halt, ne? Also weil man sucht ja im Prinzip, ist es ja ein Matching-Problem halt, ne? Und das ist halt, das ist nicht irgendwie asymmetrisch, das ist ein symmetrisches Problem halt, ne? Also,
Und ich denke, das Wichtigste ist schon zu schauen, okay, kann ich mit diesen Menschen überhaupt alt arbeiten? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendein x-beliebiges Unternehmen reinkomme, kann das Thema vielleicht interessant sein, aber vielleicht die Leute, die dort arbeiten, sind halt irgendwie vielleicht schwierig oder sowas halt. Oder einige, mit denen komme ich nicht zurecht halt. Und dann hat man auch keine gute Arbeitsatmosphäre halt. Ne? Und das war für mich war das auch ein wichtiger Punkt halt, auch bei der Beratung halt auch, sag ich mal, die Häuser früh kennenzulernen, einfach zu gucken, ob die Chemie halt stimmt. Ne? Also kann ich mit diesem Schlag von Menschen halt irgendwie arbeiten? Ne? Und da hab ich mir auch gewissermaßen Zeit dafür gelassen. Hab gesagt, okay, das geht halt. Aber ich wäre jetzt nicht irgendwie reingekommen und gesagt, okay, nur der Name, keine Ahnung, nur der Name interessiert mich halt, ja, und ich will irgendwie für das Unternehmen halt arbeiten. Ne? Am Ende arbeitet man mit Menschen zusammen. Verstehe. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein sozusagen in deine Arbeit, weil du hast uns viel über Beratung im Grundsätzlichen und deine Einarbeitung erzählt, aber jetzt gehen wir wirklich auf deinen Arbeitsalltag ein und da ist natürlich die Frage, was sind überhaupt deine Aufgaben und vor allen Dingen auch, du hast schon vorher erwähnt, du wolltest auch wieder dein Physikwissen naturwissenschaftlich arbeiten, wie viel Physikbezug haben deine Aufgaben, die du heute erledigst denn noch und brauchst du dein Wissen aus dem Studium dafür noch? Also Wissen so im Sinne von Knowledge weniger, sondern eher im Sinne von Methoden. Also alle Methoden, die ich gelernt habe, sind sehr, sehr ausschlaggebend halt für meine Arbeit halt. Das Quantitative war am Anfang bei mir sehr, sehr verstärkt. Also weil ich habe die ersten Jahre in einem sehr quantitativen Bereich in der Beratung gearbeitet. Also da haben wir im Prinzip mathematische Modelle designt, im Prinzip um Finanzprodukte zu bewerten, haben auch gleich die Systeme dazu gebaut. Also es war unglaublich nah an mein Studium halt einfach dran. Ne? Also auch die ganzen mathematischen Modelle sind sehr, sehr ähnlich gewesen. Ne? Und das war eine sehr, sehr qualitative Arbeit. Die war sehr ähnlich zu meiner Doktorarbeit. Aber es war auch ein Großteil im Prinzip halt dann die IT-Infrastruktur dafür aufzubauen. So, das habe ich vorher auch gemacht. Also das war jetzt nicht anders. Was dann hinzukam, waren eher so Managementaufgaben halt. Ne? Also am Anfang ist man im Team, man macht im Prinzip ein Projekt mit und dann kamen letzten Endes auch die Aufgaben, sagen, okay, hier hast du ein Team, löst ein Problem und dann muss man einfach das Team managen und auch vielleicht am Projekt halt nur noch eine begrenzte Anzahl an Zeit halt mit agieren und vielleicht das Projekt vielleicht bootstrappen, aber letzten Endes dann eher das Team managen. Ne? Und das waren Sachen, die hatte ich halt in der Uni und auch in der Doktorarbeit halt weniger gehabt halt, ne? Also da hat man eher alleine gearbeitet. Aber was man dann halt wiederum mitnimmt, sind die Methoden. Also man kann den Leuten halt sagen, die vielleicht jetzt keine Doktorarbeit gemacht haben, im Prinzip, wie man methodisch vorgehen kann halt, ne? Oder wie man Daten analysiert und dergleichen halt. Das sind immer Sachen, die ich dann immer auch mittransportiere halt, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt einfach gut weitervermitteln oder ich kann halt einfach Beispiele nennen. Ja, kann das im Prinzip in das Team mit einbauen. Was ich jetzt mache, also im Prinzip, ich bin jetzt schon ein bisschen länger in der Beratung, seit 10 Jahren. Also jetzt kommt natürlich auch bei mir ist auch sehr, sehr stark der Verkaufsaspekt dabei halt. Ne? Also dass ich letzten Endes halt viel mit dem Kunden in Kontakt bin halt, Projekte verkaufe, also wirklich in diese ganze Akquise halt reingehe. Da hilft mir aus meiner ganzen wissenschaftlichen Zeit eher die Komponente des Vortragens halt, ne? Dass man im Prinzip halt versucht, komplexe Probleme auf Konferenzen zu erklären. Im Prinzip auch dieses ganze Networking halt auf Konferenzen halt. Hat man, was man eher, sag ich mal, so Ende Doktorarbeit, Postdoc-Zeit halt hat. Das sind jetzt auch Fähigkeiten, die ich dann auch weiter halt nutze und die ich auch deutlich weiter ausbaue. Aber es ist irgendwie alles dabei halt. Ne? Und was noch wichtiger ist natürlich, wenn man sich im Studium halt auch mit technischen Sachen beschäftigt hat. Das war bei mir sehr, sehr stark halt. Also ich habe auch viel, viel programmiert. Also ich programmiere selbst seit meinem 12. Lebensjahr. Also für mich ist das was sehr natürlich ist. Und ich habe auch während meines ganzen Studiums alles, sag ich mal, versucht zu digitalisieren oder in irgendeiner Weise irgendwie umzusetzen, ja, also auch Experimente zu simulieren und dergleichen. Welche Sprache hast du benutzt? Ich kann alles mögliche, also C, C++, Scala, Java, Python, Perl, Mathematica, MATLAB. Also, oh Gott, das ist ja eine lange Liste. Ja, also mir ist die Sprache mittlerweile völlig egal. Also ich habe immer das genommen, was sag ich mal, gerade vorteilhaft ist. Also das heißt, dieser Aspekt halt, Infrastruktur zu bauen, um ein Problem zu lösen, ne? Hat mir also extrem geholfen. Und was ich häufig noch einsetze, selbst beim Konzipieren von Sachen, die nicht mathematisch sind, ist mein mathematisches Knowledge. Also ich habe anfangs Mathematik studiert und wenn man Mathematik so auch auf einer abstrakten Ebene versteht halt, ne, wo man, sag ich mal, unglaublich viel kategorisiert halt, ne, und dann irgendwelche abstrakten Gebilde schafft, das ist ja ähnlich, wenn man versucht halt, unglaublich gute Konzepte zu schreiben oder konzeptionelle Arbeiten abzuliefern über ganz, ganz andere Sachen, die absolut nicht mathematisch sind, kann man einfach mit dieser Denkweise halt auch viel, viel anfangen. Was Leute, die gerade aus anderen Bereichen kommen, für die ist es halt viel, viel schwieriger. Für jemanden, der Mathematik studiert hat, ist es sehr natürlich, halt so vorzugehen, halt Sachen zu definieren, sie halt auch gewisse logische Netzwerke aufzubauen, halt in solchen Konzepten. Also man kann Sachen einfach nur runterschreiben oder man kann sich genau eine Struktur überlegen, wie halt Sachen auszusehen halt haben. Also
Ich würde sagen, also mein Studium oder das, was ich gelernt halt habe, vor allem die Methoden helfen mir also unglaublich in den Job halt. Das ist eigentlich, also finde ich ganz beachtlich. Und gerade auch in der Finanzwelt halt, ist vieles sehr technisch, sehr quantitativ halt. Und wenn man da gut mit Zahlen umgehen kann, auch mit sehr, sehr komplexen Modellen, dann ist das, würde ich mal sagen, immer sehr vorteilhaft. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Wenn du so viele Sprachen kannst, jemand, der noch nicht programmieren kann, aber sich dafür interessiert, welche Sprache soll er als erstes lernen oder sie? C-Sharp, Java oder Python, würde ich sagen halt. Also ich würde eher eine imperative Sprache wählen. Was momentan sehr en vogue ist, ist Python. Python kann man relativ gut auch im Physikstudium einsetzen. Mhm. Ich meine, Java, C-Sharp vielleicht auch, aber die sind halt unglaublich, die sind eher businesslastig halt. Ja, die haben einen ganz anderen Fokus. Mit Python kommt man relativ gut rein und es gibt auch ganz, ganz relativ viel Literatur und relativ gute Frameworks und Libraries dafür halt. Auch gerade für Wissenschaft gibt es sowas wie NumPy halt. Kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten. Ne? Ja. Aber man sollte auf jeden Fall nicht bei Python bleiben, ist ganz wichtig, weil Python hat einen Haufen Schwächen. Man sollte auch gucken, dass man halt businesslastige Sprachen bekommt und da ist vielleicht, glaube ich, C-Sharp, glaube ich, ganz, ganz gut halt. Also ich habe zum Beispiel auch in der Wissenschaft halt viele Probleme in C-Sharp gelöst. Also einfach gerade, wenn ich versuche, halt große Systeme zu schreiben, da ist sowas wie C oder C++ eher hinderlich. Das sind gute Sprachen, um, sag ich mal, Algorithmen zu schreiben, aber das ist auch nicht ganz korrekt. Mhm. Kann ich viel drüber erzählen halt, über Sprachen. Ja, also dann wollen wir jetzt das nicht vertiefen, weil wir haben nicht ewig Zeit. Leider, ich würde auch gerne weiter drüber reden. Aber gut, jetzt haben wir schon viel über deine Arbeit gesprochen, was unglaublich spannend ist. Gibt's irgendwas, was du besonders ungern machst? Vielleicht irgendwelche Anträge schreiben für irgendwas? Das kann ich auslagern, das muss ich ja nicht selbst machen. Nö, eigentlich gar nicht. Also ich mache alle Sachen sehr, sehr gerne, die ich gerade tue. Also es gibt wenig Sachen, wo ich sage, okay, das würde ich nicht machen. Also vermutlich würde ich ja noch nicht in der Beratung halt arbeiten, also wenn das nicht alles Spaß machen würde. Also ich habe auch ein sehr, sehr interessantes Thema, an das ich arbeite. Bei mir geht es halt viel nur so um so Blockchain-Themen. Das ist halt gerade super, super spannend halt in der Industrie, was da passiert. Und gut, wenn ich da mal vielleicht einen Antrag schreiben müsste, würde mich das auch nicht stören an der Stelle halt, weil das Thema einfach super spannend ist. Ja, verstehe. Gibt's irgendwas, was du aus dem Studium vermisst? Manchmal so ein bisschen das richtig, richtig schwierige mathematische Arbeiten. Ne? Ich mache das schon manchmal in meiner Freizeit. Ich habe auch während des Jobs jetzt mal vor kurzem halt auch relativ komplexe mathematische Sachen angeguckt halt. Also es kommt jetzt nicht mehr so häufig vor wie früher, aber ich hatte das jetzt vor 2 Wochen, da habe ich mich im Prinzip halt mit ganz neuen, sag ich mal, mit einem ganz neuen Gebiet halt auseinandergesetzt. Also geht es um Tokenomics, also im Prinzip, wie man eine Tokenökonomie aufbaut. Und da kommen dann auch wieder relativ komplexe mathematische Modelle zum Einsatz halt. Ne? Also das ist dann viel mit stochastischen Differentialgleichungen, stochastischer Optimierung und dergleichen. Ne? Und das habe ich mir mal vor 2 Wochen wieder angeguckt und war da ganz froh, dass ich mir da was richtig, richtig Schwieriges machen konnte. Im Gespräch hast du jetzt schon öfter mal anklingen lassen, dass dir das Arbeitsklima sehr wichtig ist. Du hast die beiden Seiten Wissenschaft und Unternehmen kennengelernt. Was würdest du sagen, worin sich das Arbeitsklima in der Wissenschaft von dem im Unternehmen unterscheidet oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also ich würde sagen, es unterscheidet sich nicht so sehr halt. Ne? Also zumindest in der Beratung, wo ich halt arbeite, Leute mit einem sehr ähnlichen Mindset. Also ich kann jetzt irgendwie in den Flur gehen und mich über Quantencomputing unterhalten. Das habe ich neulich gerade erst gemacht oder vor ein paar Stunden, muss ich zugeben, gerade mit einem Kollegen über Quantencomputing unterhalten. Ne? Also das kann ich natürlich auch in der Uni machen oder irgendein Forschungsinstitut. Also das ist schon mal sehr, sehr ähnlich. Und die Leute arbeiten ja in beiden Bereichen, sag ich mal, an komplexen Problemen halt. Ne? Das ist halt ähnlich. Nur, ich meine, der Unterschied ist natürlich, dass wir halt in der Beratung halt mit einem Team für einen Kunden halt arbeiten. Ne? Also das heißt, man hat da immer diese Kunden-Team-Atmosphäre halt, während der Wissenschaft ich halt immer, sag ich mal, am gleichen Institut bin und halt und mit den Leuten halt irgendwie Probleme halt löse. Also das ist halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, so vom Mindset ist es halt sehr, 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 sehr ähnlich halt. Ne? Also wenn man in der Wissenschaft löst man auch gewissermaßen gemeinsam Probleme, aber also im bestimmten Teil halt eher allein. In der Beratung ist es halt, man hat immer diese Teamarbeit halt. Also man löst halt ähnliche Probleme halt. Ne? Also, aber ich würde sagen, jetzt, der Unterschied ist nicht so groß. Ja, also ich würde sagen, vielleicht, also es gibt ein kleines Delta logischerweise, ja, aber es ist, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so signifikant. Du hast jetzt schon gesagt, das ist ähnlich wie in der Wissenschaft. Wie viel Neues lernst du denn dann noch in deinem normalen Arbeitsalltag? Oder sagst du, ich kann alles und ich löse im Prinzip nur die Probleme, die da kommen mögen? Unglaublich viel. Also zumindest im Bereich, wo ich unterwegs bin, ist die Geschwindigkeit des neuen Lernens verdammt hoch. Also ich beschäftige mich auch so mit so digitalen Assets, Crypto-Assets, Crypto-Services und da ist der Markt halt, sag ich mal, sehr, sehr schnell unterwegs. Und im Prinzip muss ich mich halt sehr, sehr häufig in neue Themen halt einarbeiten. Ne? Also ich glaube, auf einer wesentlich höheren Frequenz als in der Wissenschaft. Also ich meine, ich muss jetzt zwar jetzt nicht so tief einsteigen wie in der Wissenschaft, also dass ich das wirklich dann ganz, 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 ganz genau verstehe,
Aber ich muss es halt verstehen und ich arbeite mich halt regelmäßig neue Themen halt ein. Das können regulatorische Themen sein, die sind vielleicht nicht so spannend manchmal, aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele technische Themen dabei halt, ne? Oder auch ökonomische Themen, wo ich sehe, okay, da kommt im Prinzip, da entsteht eine neue Idee am Markt halt, die schaue ich mir einfach mal an. Also zum Beispiel sowas wie Decentralized Finance halt, ne? Also wo im Prinzip halt irgendwelche dezentralen Börsen entstehen in dieser Kryptowelt und ich muss die irgendwie verstehen halt, also weil das irgendwann auch die Kunden, die ich halt habe, betrifft. Das heißt im Prinzip, die Lernkurve ist halt nicht abgeflacht. Ne? Also selbst auch, ich bin schon seit 10 Jahren jetzt dabei, oder fast 10 Jahren, ich glaube, es ist irgendwie 9,3 oder sowas. Also ich hätte immer gedacht, okay, irgendwann wird es abflachen, aber es tut es anscheinend nicht halt, weil man im Prinzip halt an bestimmten Themen einfach arbeitet. Und es kommen auch weitere Themen dazu. Ja? Ich meine, sowas wie das Metaverse halt, das ist auch so ganz neu, also so ein Buzzword jetzt, ne? Aber das sind einfach Themen, die kommen dazu und die betreffen auch im Prinzip mein Feld halt, ne? Also wo ich mich mit Kryptowerten und NFTs und dergleichen beschäftige. Und das wird dann eine unglaublich große Rolle spielen halt, ja. Und da muss ich mich gewissermaßen drauf vorbereiten. Ne? Das heißt, man hat dann schon relativ früh dann Berührungspunkte mit so neuen Ideen, mit neuen Technologien. Man probiert die einfach aus, bevor man beim Kunden ein Projekt in diese Richtung macht. Das kann vielleicht noch 5 Jahre dauern, aber ich muss mich jetzt schon damit beschäftigen. Ja, das heißt, da ist immer eine gute Lernkurve dabei. Du hast ja sehr viele Sprachen gelernt, Französisch, Chinesisch und Englisch. Brauchst du die Sprachen in deinem Arbeitsalltag, also jetzt abgesehen von Englisch? Nö, also Französisch und Chinesisch brauche ich nicht für meinen Arbeitsalltag. Also ich glaube, Französisch habe ich mal verwendet, aber auch nicht so sehr halt. Also ich glaube, Englisch und Deutsch sind schon die wichtigen Sprachen. Die anderen beiden Sprachen ist eher im familiären Umfeld halt, also weniger jetzt im Businessumfeld. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt ein bisschen den Arbeitsalltag und gehen in so ein bisschen nochmal über Beratung rein. Und jetzt wollen wir dich mit so ein paar Vorurteilen konfrontieren. Und zwar das erste ist, in der Beratung werden nur schöne PowerPoint-Slides erstellt. Es ist naturgegeben, dass du das nicht bestätigen kannst, aber ist an diesem Vorwurf überhaupt irgendwas dran oder ist das totaler Unsinn? Ich glaube, das ist totaler Unsinn. Also es werden unter anderem, also das nur ist, glaube ich, falsch halt, ne? Also es werden unter anderem PowerPoint-Slides oder schöne PowerPoint-Slides erstellt. Aber das ist letzten Endes nur ein Medium des Transporters, weil ich könnte genauso behaupten, in der Wissenschaft werden nur schöne Papers geschrieben halt. Ja, ich meine, da steckt aber unglaublich viel Arbeit dahinter halt. Ne? Bevor ich ein Paper geschrieben habe, muss ich ja unglaublich viel machen. Und letzten Endes brauche ich irgendein Medium, um meine Gedanken oder meine Ideen irgendwo zu transportieren, zum Kunden zu transportieren. Und das jetzt, ob ich das mit LaTeX mache oder mit PowerPoint, das ist nur eine Frage des Formates halt, ne? Also das kann in Zukunft auch was komplett anderes halt sein halt, ne? Aber letzten Endes steckt, bevor ich zu einem derartigen Resultat komme halt, ja, so ein Produkt wie ein PowerPoint, muss ich unglaublich viel Arbeit halt leisten, ganz viele Daten aggregieren, dann kann ich auch MATLAB verwenden halt, ja, oder Mathematiker, wenn ich Lust halt habe. Aber am Ende brauche ich im Prinzip ein Format, was halt, sag ich mal, in der Wirtschaftswelt gewissermaßen eine gewisse Verbreitung gefunden hat, und das ist halt PowerPoint, und gut, dann werde ich es darauf abbilden, ne? Aber ich würde sagen, das ist nicht das Entscheidende halt, ne? Also deshalb würde ich gegen das Vorurteil ein bisschen komisch. Bist du in der Beratung einem hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt? Nö. Also, ich meine, wir teilen uns im Prinzip halt nach bestimmten Business Units halt einfach ein, aber es gibt halt keine, also zumindest bei uns halt kein großes Konkurrenzverhalten. Also ich habe das bisher eigentlich nie gespürt. Also es kann sein, dass sowas existiert, und ich habe es bisher nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Aber ich glaube nicht, dass das halt so entscheidend ist. Also wenn man so starkes Konkurrenzverhalten hat, könnte man, glaube ich, auch gar nicht im Team halt arbeiten. Also das, glaube ich, das wäre eher, glaube ich, kontraproduktiv. Also man arbeitet in der Beratung halt dann oft, sag ich mal, auch an sehr, sehr schwierigen Problemen, manchmal auch unter Zeitdruck, und wenn da irgendwie ein Konkurrenzverhalten irgendwie auftritt, dann ist das, glaube ich, eher hinderlich und würde eher zu Problemen halt führen. Also das glaube ich nicht, dass es halt so, also dass es irgendwie stark ausgeprägt ist oder so. Dann noch ein letztes Vorurteil, vielleicht haben wir damit mehr Glück. Und zwar, dass in der Beratung einfach sehr viel gearbeitet wird, also jenseits der 60, 70 Stunden pro Woche. Stimmt das, und wie viel arbeitest du? Boah, habe ich nie gezählt, ehrlich gesagt. Also weil mich einfach das Thema interessiert. Also ich arbeite so viel, wie es nötig ist. Aber es ist auch nicht so extrem lange halt. Also es ist schon länger vermutlich als ein normaler Arbeitsalltag halt. Also es ist, also auf alle Fälle ist es arbeitsintensiv. Also das ist schon mal nicht falsch. Okay, haben wir wenigstens halbes Vorurteil bestätigen können. Yes. Sehr gut. Dein Arbeitsalltag, hast du ja gerade gesagt, kann schon länger sein als bei einem anderen Job. Empfindest du deine Arbeitszeiten trotzdem noch als familienfreundlich? Ja, also ich habe ja Familie und Kinder, also da sehe ich ja kein Problem mit. Ich arbeite schon relativ lange, ja, also das ist klar. Aber ich würde es nicht als familienunfreundlich oder sowas bezeichnen, weil das ist im Prinzip, das hängt ja von mir selbst halt ab, wie ich meine Zeit einfach manage.
Es gibt Zeiten, da arbeite ich halt weniger, es gibt Zeiten, da arbeite ich halt mehr. Und das ist halt, also es hat eine gewisse Fluktuation. Der Familienalltag leidet da halt nicht drunter. Und ich habe ja auch die Möglichkeiten letzten Endes halt auch zwischen den Projekten halt. Ja, also ich meine, es gibt ja dann auch so Phasen, wo man jetzt vielleicht kein Projekt hat oder weniger zu tun. Das ist halt super entspannt. Und es gibt auch Möglichkeiten halt auch außerhalb von Urlaub halt sowas wie ein Sabbatical zu machen. Ja, das gibt's halt in der Beratung. Und dann kann man ja sich dann einfach eine Auszeit nehmen und mit der Familie rumreisen. Also das heißt, das erhöht im Prinzip einfach die Qualität halt. Ne? Das hat man nicht in allen Unternehmen. Eine Sache, die wir vorhin schon angesprochen hatten, ist nämlich das schöne Geld. Und du hattest schon ganz kurz anklingen lassen, dass man mit einem Beratergehalt einsteigt bei Forschungszentren, war das, glaube ich. Aber dass sich das nicht so entwickelt. Wie entwickelt sich denn dein Gehalt? Es ist klar, dass du uns nicht sagen kannst, was du verdienst, aber wie ist denn die Gehaltsentwicklung in der Beratung? Also es ist halt also auf alle Fälle deutlich mehr, denke ich mal, als in vielen anderen Unternehmen. Also ich meine, gibt's ja oft nur, ich glaube, sowas wie Inflationsausgleich halt, und das liegt dann schon deutlich drüber halt. Und also man entwickelt sich ja auch mit halt, ne, also im Prinzip in seinen Fähigkeiten, und das wird dann, sage ich mal, einfach proportional honoriert halt, ne? Also das wächst genauso mit den Fähigkeiten, und das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ich glaube halt, in vielen Unternehmen ist die Gehaltsprogression oft sehr, sehr flach halt, und in der Beratung ist halt etwas steiler. Rückblickend auf deinen Karriereweg, denkst du, dass eine Promotion notwendig ist, um in der Beratung zu arbeiten? Also ich würde sagen, es ist nicht zwangsläufig notwendig, aber es ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Weil in der Doktorarbeit löst man ja im Prinzip, sage ich mal, selbstständig sehr, sehr komplexe Probleme, auch mit einer gewissen Unterstützung. Und da lernt man im Prinzip seine Fähigkeiten, glaube ich, ganz gut kennen halt. Also man lernt auch sich selbst kennen, wie man Probleme halt angeht. Wenn ich das vorher nur, sag ich mal, in so einem abgeschlossenen Environment gemacht habe, wie in einer Universität, vielleicht für eine Masterarbeit oder für eine Bachelorarbeit, dann hat man dann noch nicht so viel Erfahrung. Aber in der Doktorarbeit muss man das Problem dann irgendwie alleine lösen halt. Da hat man vielleicht ein bisschen weniger Betreuung, und da muss man sich mehr organisieren. Da lernt man auch seine eigenen Fähigkeiten, glaube ich, ganz gut einzuschätzen und auch, welche Risiken man eingehen möchte halt. Ne? Also, weil zum Beispiel bei einer Masterarbeit, da wird mir mehr oder weniger das Thema vorgegeben halt. Also da ist schon relativ klar, dass das Thema letzten Endes innerhalb einer bestimmten Zeit bearbeitbar ist. Das kann im Prinzip gleich mit der Betreuer, glaube ich, ganz gut abschätzen und gibt das den Studenten, während das mit einer Doktorarbeit nicht mehr ganz klar ist halt, ne? Weil man dann oft so viele Seitenwege halt hat. Und dann muss man dann irgendwie anfangen zu priorisieren, dann muss man anfangen, okay, will ich das Risiko eingehen, diesen Weg einzuschlagen oder nicht. Mhm. Und wenn man das einmal durchgemacht hat, dann ist man, glaube ich, ganz, ganz gut gerüstet halt und kennt sich selbst ganz gut und weiß, was man angehen kann. Und hat vielleicht einen ganz anderen Bezug halt für sein eigenes Risiko, wenn was man machen möchte halt. Und das, glaube ich, ist wirklich, wirklich hilfreich. Also ich glaube, ich würde jedem so eine Promotion ans Herz legen, einfach nur, um das zu lernen. Das ist, glaube ich, das ist verdammt schön. Also auch eine verdammt interessante Zeit. Man muss halt nicht so früh, sag ich mal, in das Arbeitsleben steigen. Man kann im Prinzip halt nochmal sich selbst kennenlernen auf alle Fälle und halt vielleicht ein sehr, sehr interessantes Problem lösen. Dann haben wir noch zwei Abschlussfragen, die wir dir gerne stellen möchten. Und zwar die eine ist weniger eine Frage als eine Möglichkeit für dich. Hast du denn noch einen Tipp an Physikstudierende, den du gerne mitgeben würdest? Ja klar, also unbedingt die Welt kennenlernen halt. Also als Physiker kann man das halt verdammt gut machen. Also ich weiß nicht, ob man das in allen Wissenschaften machen kann, aber gerade als Naturwissenschaftler gibt es unglaublich viele Möglichkeiten halt weltweit zu arbeiten. Das heißt, man kann da wirklich neue Länder, neue Kulturen einfach kennenlernen, und man sollte halt, glaube ich, diese Möglichkeit gewissermaßen nutzen. Ne? Weil ich beobachte oft, dass halt, also gerade bei Physikern beobachte ich, dass die oft einmal an einer Universität halt die Bachelorarbeit machen, die Masterarbeit machen, die Doktorarbeit machen und vielleicht sogar noch den Postdoc. Klar, das ist schön, man lernt was dabei, also auf alle Fälle auf einer fachlichen Ebene. Aber man kann auch mal sagen, okay, ich meine, wenn ich die Möglichkeiten einfach habe heutzutage, dann kann man auch woanders halt, sag ich mal, diese Station halt begehen und noch, sag ich mal, vielleicht noch eine Sprache lernen, neue Kultur lernen, neue Sichtweise bekommen. Es gibt auch gewissen inspirativen Input, den man dadurch nutzen kann. Ich denke, die Antwort ist im Gespräch zwar schon öfter mal etwas angeklungen, aber würdest du noch einmal Physik studieren, wenn du dich heute noch mal entscheiden dürftest? Klar. Keine Frage. Ja, wunderbar. Ich würde so ein bisschen würzen halt. Ich hätte mein Sprachstudium früher beginnen sollen, oder also ich hätte Physik gemacht plus noch irgendwas halt. Also ich hätte damals Mathe gemacht, also gut, aber es ist halt sehr, sehr nah dran. Ich hätte vermutlich noch nebenbei vielleicht Sinologie oder sowas studiert. Also das wäre ein volles Studium geworden, das du dir da vorgenommen hättest. Aber vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview, dass du uns von deinem unglaublich reichen Lebenslauf erzählt hast. Und wir wünschen dir alles Gute und dass dir deine Arbeit auch weiterhin so viel Spaß macht wie die in den letzten 10 Jahren. Danke, danke. Das war die 18. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns gerne an podcast@jtpg.de.
Mein Name ist Konstantin und das Podcast-Team und ich würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.